Willkommen zu Adagio Live, hier live aus dem Wiener Musikverein, aus dem Büro der Wiener Philharmoniker. Mein Name ist Daniel Ottensamer. Ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gesprächsgast, unter anderem, weil er auch dasselbe Instrument spielt wie ich. Matthias Schorn, Soloklarinettist der Wiener Philharmoniker. Matthias, danke, dass du heute Zeit hast und dir Zeit genommen hast, um hier mit mir ein bisschen zu sprechen. Wir sehen uns ja nie. Ich bin sehr froh, dass ich dich jetzt hier sehe, aber wir sehen uns nie. Nämlich nicht nur wegen der Corona-Zeit, sondern wir sehen uns auch sonst eigentlich sehr selten, weil wir ja exakt denselben Job haben. Das heißt, wenn du spielst, spiele ich nicht und umgekehrt. Aber das Lustige ist, und das habe ich mir vorher ein bisschen überlegt, wir kennen uns eigentlich schon sehr lang. Jetzt bin ich gespannt, ob du weißt oder was du im Kopf hast, wann wir uns das erste Mal getroffen haben. Bad Gäusern. Ja, ich hätte wie aus der Pistole geschossen. Und weißt du, was das Lustige daran ist? Dass, Wir haben Fußball gespielt und weißt du, wer noch dabei war? Unser dritter Solo-Klarinettist, der, ja, der Gregor Hinterreiter, war auch zu dieser Zeit in Bad Gäusern. Das war ein, es hat sich genannt, lustig, dieser Bläserurlaub. Gell? Ja. Es war aber so ein Orchester, nein, nicht Orchester, eigentlich Instrumentencamp, wo man dann ein bisschen Unterricht hatte. Und da sind wir uns begegnet. Du hattest damals noch so lange Haare. Ja, ich arbeite daran. Du arbeitest wieder dann, dann ist es wieder in der Corona-Zeit wieder alles wachsen. Quarantänebaden. Vielleicht sag kurz, wie war für dich die Zeit jetzt so? Ohne Klarinette, ohne Orchester, hast du es auch ein bisschen nützen können für dich? Hast du es ein bisschen genießen können? Hat dir das Musizieren sehr gefehlt? Wie war es? Ja, es war... Ich bezeichne es gerne als Fermate. Also ich habe so das Gefühl, es war so ein kleiner Ruhepol, ungeplanter. Und am Anfang habe ich das auch total positiv so versucht zu sehen. Mir hat die Haltung gefallen, dass ich jetzt nicht in Angst verfalle und man denkt, um Gottes Willen, sondern dass ich mir denke, okay, das ist jetzt so. Ich nehme das ernst und versuche mich natürlich auch gerade am Anfang daran zu halten, was uns empfohlen wurde. Aber ich versuche es zu nützen für Dinge, die vielleicht ein bisschen auf der Strecke geblieben sind in letzter Zeit. Weiß ich nicht. Ich war sehr viel im Garten. Ich habe mich um meine Bienen gekümmert. Ich habe 2 Bienenstöcke zu Hause im Garten. Ich habe manchmal völlig banale Dinge gemacht, wie einfach irgendwie, keine Ahnung, das Gartenhäusl sortiert. Ja. Und das war am Anfang total okay und ich habe es eigentlich genossen, um ehrlich zu sein. Also ich habe das große Glück, ähnlich wie du, dass ich nicht in der Stadt in einer Wohnung lebe, sondern dass wir am Land leben. Und das ist natürlich ein Riesenprivileg und ein Riesenglück in dieser Zeit gewesen, weil man raus konnte in den eigenen Garten. Das Wetter war super die meiste Zeit. Und dann kam irgendwann die Phase nach ein paar Wochen, wo man sich gedacht hat, eine schöne Fermate, eine schöne Zeit, die ich nutzen kann. Und dann kam irgendwann manchmal so... kann ich mich an Abende erinnern, wo ich mir gedacht habe, ist irgendwie jetzt Perspektivlosigkeit irgendwie. Wenn ich doch wüsste, an dem und dem Tag geht es wieder los, dann würde sich das irgendwie besser anfühlen. Und das kam nicht. Das kam immer, ich war so ein bisschen im Nebel dahinfahren immer. Und das war dann schon auch einfach so, dass ich mir gedacht habe, jetzt einmal wieder ein paar Kollegen treffen, gemeinsam musizieren. Natürlich übt man ein bisschen und so. Und ich habe auch mit meiner Frau ein bisschen musiziert im ganz kleinen Rahmen zu Hause, aber irgendwie haben wir dann gedacht, mir fehlt das Gemeinsame. Ja, gemeinsam musizieren, gemeinsam essen, gemeinsam lachen, gemeinsam einmal wo fortgehen. Einfach das, ich finde halt, Leben macht aus, dass man halt andere Menschen auch trifft und in Interaktion geht und das war völlig weg. Absolut, ja. Ich kann das sehr gut nachvollziehen auch. Also es fehlt eigentlich dieses Gemeinsame, wenn man es aufs Musizieren umlegt, dieses gemeinsam miteinander etwas schaffen, miteinander in sozialen Kontakt zu treten und eben in unserem Fall dann auch Musik zu machen. Das, es ist doch auch immer so, dass es irgendwie sozusagen eine Energieübertragung vom Publikum auf Musiker und umgekehrt ist. Und das geht halt allein nicht. Und das geht auch nicht, so schön diese Initiativen sind, und ich freue mich sehr, da zu sein, aber das geht eben, finde ich, nur analog. Das geht digital sehr schwer. Ja, ja. Und ich glaube, das ist auch was man sehr stark spürt gerade. Es kam immer wieder auch die Meldungen, das funktioniert, dass der Kulturbetrieb funktioniert doch auch online so wunderbar. Man kann eigentlich alles sehen, was man möchte und auf alles zugreifen. Aber das ist genau der Punkt, finde ich, den du richtigerweise ansprichst. Diese Interaktion zwischen Publikum und Musikern oder Künstlern, das ist einfach nochmal ganz was anderes. Ne? Das ist was anderes, wenn du ins Kino gehst und dir das vornimmst und diesen Raum betrittst, als wie wenn du daheim vom Fernseher einen Film schaust. Richtig, ja. Und es ist, glaube ich, auch so
beim Musikmachen und überhaupt im Theater und auch im Museum wahrscheinlich. Also es ist einfach, ja, diese Energie füllt einfach. Es scheint ja jetzt doch ein bisschen was zu passieren. Hoffentlich können wir bald wieder eingreifen in das ganze Geschehen und die Lockerungen sind ja spürbar langsam. Wir werden sehen. Lass uns mal kurz zum Ausgangspunkt zurückgehen, zu Bad Gäusern. Weißt du eigentlich, wann das war? Es ist, glaube ich, erschreckend. Es ist über 20 Jahre her, glaube ich, inzwischen. So kann man auf unser Alter dann schließen. Aber nichtsdestotrotz haben wir dann gemeinsam oder zeitgleich angefangen zu studieren in Wien, ungefähr zeitgleich, bei Johann Hindler. Ich glaube, diese Zeit für uns beide wahrscheinlich musikalisch, auch von der Klarinette betrachtet, eine der wichtigsten in unserem Leben war. Johann Hindler ist ein ehemaliger Kollege bei uns im Orchester, war auch Klarinettist. Und wir haben nach wie vor beide guten Kontakt zu ihm und verstehen uns menschlich sehr gut. Er hat doch eine Klasse geprägt irgendwie, die meiner Meinung nach einzigartig ist und war. Seine Schüler sind verteilt in ganz deutschsprachigen Europa, in diversen Orchestern. Vielleicht kannst du kurz für dich sagen, was ist das Besondere, was hat für dich ausgemacht, bei Johann Hindler Unterricht zu haben? Wie hat er das angelegt? Für mich war er, und wie du richtig sagst, wir sind ja immer noch sehr gute Freunde, und er war für mich auch schon so ein bisschen was. Ich bin mit 16 nach Wien gekommen, ich bin in Salzburg geboren und mit 16 nach Wien gekommen, da ist man ja eigentlich auch noch ein bisschen ein Kind oder ein pubertierender Jugendlicher. Und er war schon auch so was, ein bisschen wie manchmal so, ich habe einen tollen Vater, aber er war manchmal so was, so ein Vaterersatz. Der Vater war weit weg und er war da und er war, und da komme ich gleich zum Punkt, was ihn für mich ausgezeichnet hat als Lehrer, er war sehr viel da für uns. Ja. Also, wir haben, du weißt es, mehrmals die Woche Unterricht gehabt. Wir haben auch darüber hinaus uns getroffen, sind vielleicht einmal am Abend, wo wir es trinken gegangen, haben sehr viel Kontakt einfach gehabt. Und ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich was braucht habe, dann war er da. Und das, finde ich, zeichnet einen Lehrer gerade auch heutzutage total aus, dass der einfach Zeit hat und für die Studenten da ist. Mehr als das rein Instrumentale einfach. Ne? Genau, es ist ein bisschen ein ganzheitlicher Ansatz. Und ich glaube, den hat er vielleicht unbewusst, einfach weil er so ist, wie er ist, ja, hat er den gelebt. Gern gemacht einfach. Genau. Auch gern. Und was das Lustige ist, dass das Ganze bewirkt dann in weiterer Folge natürlich ein unglaublich gutes Klassengefüge, eine Klassengemeinschaft. In jeder Hinsicht nämlich, weil einerseits eine totale Freundschaft entsteht, auch mit den Studienkollegen, ja, wie es bei uns zum Glück bis heute so ist, oder auch mit dem Gregor oder mit der Andrea, die auch dabei ist. Genau, ja, auch seine Schülerin. Ja. Genau. Aber andererseits auch so einen gesunden Sportgeist, ja? dass man sich einfach gegenseitig motiviert, ja, und dass man hört, was der andere spürt. Der spürt und, gut, das will ich auch. Oder scheiße, das kann ich noch nicht so. Oder so. Ja, also das war ein super Kosmos, finde ich, um zu wachsen. Ja. Und super Dynamik und vor allem, ich glaube, für uns beide dann ein wunderbares Gefühl, mit ihm gemeinsam dann in dem Orchester zu spielen. Das, ja, also das muss ich sagen, das habe ich irrsinnig genossen. Wirklich mir da in den Jahren, wo er noch neben mir saß, total wichtige Tipps geben. Und das ist ja auch immer, das ist ja dann eine schwierige Situation. Man ist dann Solo-Klarinettist und der eigene Lehrer sitzt neben einem. Und er hat das so gut geschafft, auf eine gute Art und Weise Anweisungen zu geben. Genau. Der hat ihn nicht irgendwie dann sozusagen permanent unterrichtet und versucht, sondern er hat in den richtigen Momenten mit sehr wenig Worten einfach was gesagt, was dir hilft. Ja, das gleiche Gefühl hatte ich auch. Also das war ein unglaublich gute Entwicklung auch von der Konstellation Lehrer-Schüler zu Kollege, zu Freund. Genau. Also das ist das eigentlich beispielhaft, wie er das eigentlich mit allen seinen Schülern gepflegt hat. Weil sowas kann ja auch schief gehen. Ja, total. Also, und das ist ihm sehr gut gelungen und da bin ich ihm nach wie vor dankbar. Und rein, was das Klarinettenspielen oder das Musizieren betrifft, war halt sein Ansatz dieser Natürlichkeit und der Luft so viel Wert zu geben und sozusagen alle Lösungen über den Weg der Luft zu finden, ist mir sehr nahe und mit dem konnte ich mir dann irgendwie sehr... Ist ja auch logisch, ne? Das Blasinstrument, es funktioniert alles mit der Luft und er kann es auch bestätigen, er hat einfach wirklich alles auf diese Karte gesetzt, sogar die Fingertechnik hat er mit der Luft erklärt. Ne? Und das ist natürlich...
ein fantastischer Zugang und im Grunde, wenn man es jetzt von der Distanz wieder betrachtet, eigentlich ein sehr simpler Zugang. Total, also und es ist auch wieder so was Ganzheitliches, ja. Weil ich mir dann mal gedacht, ja, was ist denn eigentlich nicht nur als Musiker, sondern als Mensch das Allerwichtigste? Ja. Wenn wir keine Luft mehr haben, dann ist aus. Fallen wir um und sind tot. Und wenn wir Töne ohne Luft spüren, sind es tote Töne. So ist es, oder mit zu wenig Luft. Und Das finde ich einen wunderschönen Gedanken. Wir haben dann, du hast nach dem Studium dann ein paar Umwege, will ich es nennen, aber das klingt fast viel zu negativ, aber du bist nach Deutschland gegangen, warst du beim Deutschen Symphonieorchester, Münchner Philharmoniker. Inzwischen bist du kammermusikalisch, solistisch, auch als Gründer von Festivals, als Gründer von Kammermusikensembles sehr aktiv. Eine Sache oder ein Projekt von dir, das mir besonders ins Auge gestochen ist oder wo wir auch mal schon länger darüber gesprochen haben, du hast in deinem Heimatort einen Bahnhof erstanden. Einen stillgelegten. Ja. Ja. Vielleicht kannst du kurz mal erklären, weil das klingt jetzt natürlich ein bisschen skurril. Ja. Ist es auch. Vielleicht kannst du kurz sagen, was machst du in diesem Bahnhof? Ja, ich bin Fahrdienstleiter. Du bist Fahrdienstleiter, aha. Genau. Aber du fährst nicht. Nein, weil eben die Strecke stillgelegt wurde, das ist die ehemalige Leobersdorfer Bahn. Das war die Verbindung der Süd- und Westbahn früher. Und da gab es einen Bahnhof, die Strecke wurde vor ca. 20 Jahren stillgelegt. Und den Bahnhof gibt es noch, der wurde 1877 erbaut. Und dann in den 80er Jahren und so, wie halt die österreichischen kleinen Bahnhöfe dann so renoviert wurden mit den blauen Schildern und so, das ist alles noch so. Super. Und ich habe es noch nie gesehen übrigens. Ja, aber wir haben uns ja gerade zuerst ausgemacht, dass du mit dem Radl vorbeikommst. Ich muss mir das mal anschauen, ja. Aber jetzt kommst du zum Punkt, weil du machst ja dort jetzt keinen Fahrkartenverkauf, sondern... Genau. Ich habe den Bahnhof genannt Haltestelle für Kunst aus allen Richtungen und dort, wo früher die Gleise und Weichen sozusagen zusammengekommen sind. Mir gefällt auch das Bild des Schwellenüberwindens sehr gut. Dort sollen jetzt einfach soll die Kunst, die Musik, das gesprochene Wort, auch Kino machen wir, irgendwie stattfinden. Und dort, wo ich lebe, ist an und für sich eine sehr strukturschwache Gegend, eben keine Bahnstrecke mehr, schwierige öffentliche Verbindungen. Und so war die Idee sozusagen, die kulturelle Nahversorgung auch wieder dorthin zu bringen. So wie es halt einen Bäcker gibt und einen Fleischer oder vielleicht einen Bauern, wo man sich Eier holen kann, so kann man jetzt dort auch hin, momentan leider nicht, weil wir auch natürlich im Zuge der jetzigen Situation nicht spielen dürfen dort, aber man kann dort sich, glaube ich, sehr nah, sehr unkompliziert und sehr unmittelbar und direkt Kunst ab Hof, ab Bahnhof in dem Fall genießen. Und fantastisches Projekt. Das ist, sagen wir mal genau, wo das ist. Das ist in Altenmarkt, Tenneberg. Es ist im Triestingtal, ca. 40 Kilometer südwestlich. Und Gastronomie spielt auch eine Rolle, hast du gesagt? Ja, meine Großmutter war Wirtin. Aha. Und ich habe immer ein bisschen davon geträumt, auch ein Wirt zu sein. Vielleicht verbindet mich das mit unserem gemeinsamen Lehrer, der ja jetzt auch Wirt ist. Stimmt, ist. Der nach seiner Klarinettenkarriere. Genau. Und deswegen an Veranstaltungstagen in der Pause versuche ich in einem ehemaligen Eisenbahnwaggon, den wir dort hingestellt haben, die Gäste ein bisschen einfach mit Getränken zu... Und das kann man sich dann tatsächlich so vorstellen, dass du die Getränke... Dass ich das zapfst und servierst. Ja. Fantastisch. Matthias Schwan als Kellner unterwegs. Großartig. Lass uns noch mal kurz über unser Instrument reden. Das verbindet uns natürlich irgendwie... ich habe das Gefühl, dass es auch unsere Aufgabe ist, oder ich weiß nicht, wie du das siehst, dass die Klarinette ist ja wahnsinnig vielseitig. Es ist ja nicht nur in der Klassik präsent, sondern die Klarinette ist geschichtlich betrachtet sowohl im Jazz, Swing, Klezmermusik, Volksmusik, überall geschichtlich sehr wichtig oder war für diese ganzen Musikrichtungen sehr wichtig. Wie wichtig findest du es, dass wir als klassische Klarinettisten uns auch beschäftigen mit diesen anderen Musikrichtungen oder mit den anderen wenn wir schon sagen, Haltestellen der Klarinette. Genau wie du sagst. Also ich glaube, wir sind klassisch fantastisch ausgebildet worden und sehr gut gewappnet, glaube ich, für die Herausforderungen, die uns tagtäglich in der Oper oder im Konzert begegnen. Manchmal gelingt es uns nicht ideal, aber grundsätzlich, glaube ich, können wir diese Art von Beruf sehr gut bewältigen. Aber ich für mich, und ich glaube, so wie ich dein Wirken erlebe, denkst du genauso, ist es so, dass man manchmal das, was man noch nicht so gut kann, gern vielleicht draufkommen würde oder auch mal scheitern. Also wenn ich dann einfach ein Leadsheet sehe mit nur Akkorden drüber, dann habe ich gleich mal die Hosen voll. Ja, wir können das, wir haben es nie gelernt. Weil das sozusagen in unserer klassischen Ausbildung zu wenig Rolle gespielt hat.
Aber ich glaube, das ist sozusagen, wenn wir da das Kind in uns wieder finden, ja, und uns trauen auszuprobieren, dann entdecke für mich dann schon Dinge, wo ich mir denke, das ist ja eine unglaubliche Kraft, die plötzlich frei wird, oder eben ein, das heißt die Klarinette spielen. Ja, ja. Also das ist ja sowas wie Kartenspielen, Fußballspielen, freiwillig, weil man es gern macht. Mhm. Und das, mir hilft es auch ein bisschen sozusagen, da rauszugrasen aus der eigenen Komfortzone, mich rauszubewegen, damit ich auf das Spielerische wieder draufkomme und auf das Kind in mir. Ja. Ja. Das halt dann einmal hinfallen darf und in den Gatsch rein, und da muss man halt aufstehen und sich wieder ein bisschen sauber machen. Natürlich, und dann geht es weiter. Ja. Aber um es kurz zu fassen, ich glaube, am meisten kann man lernen, wenn man die Dinge tut, die man noch nicht so gut kann. Ja, ich sehe das genauso. Es ist, und vor allem, ich habe das Gefühl, dass auch deswegen, gerade bei uns, wenn es so viel Spaß macht, wenn man das Gefühl hat, aha, jetzt spiele ich Jazz, und da gehört es auch hin, das Instrument. Da ist es irgendwie auch zu Hause. Ja, und überlege mal, wenn du vielleicht am Nachmittag ein Kletzmerstück gespielt hast, aufgenommen hast oder was auch immer, oder geprobt hast, und dann am Abend im Ballett sitzt, also ich ertappe mich dabei, dass ich dann wirklich auch das Ballett mit einer anderen Energie spiele. Ja, absolut. Vielleicht treffe ich dann manchmal, oder irre ich mich dann manchmal im musikalischen Dialekt und spiele irgendwo was, weil mir das ist halt jetzt nicht so gut passt. Aber so die Energie und dieser Zugang des Unmittelbaren, den glaube ich, deswegen finde ich die Wechselwirkung so super. Ist sehr erfrischend, ja. Und das ist, Gott sei Dank ist das bei unserem Instrument möglich. Also das ist ja auch wirklich, glaube ich, herausstechendes Merkmal der Klarinette. Was dich auch sehr interessiert, das weiß ich auch, ist generell die Volksmusik, die österreichische Volksmusik. Du bist da sehr... Weil es meine Wurzeln sind. Du bist daher gleich her. Also du hast wahrscheinlich so auch den Zugang zur Klarinette auch gefunden. Das Interessante ist aber in unserem Orchester, dass es ja ein Pool an verschiedenen Volksmusiken ist. Also viele kommen von der österreichischen Volksmusik, aber wir haben sehr viele Nationalitäten natürlich. Und was ich dann so interessant finde, ist, dass auch Kompositionen, die wir spielen, ja den meisten irgendeine Volksmusik zur Grundlage liegt. Ja. Also wenn man jetzt Dorschak hernimmt oder Janacek oder ich weiß, oder Grieg, das sind ja alles. Wie wichtig ist es für dich da, dass du immer genau weißt, woher kommt diese Musik, oder beschäftigst du dich damit nicht? Gehst du immer sehr unvermittelt an die Musik heran, oder überlegst du dir vorher, das kommt jetzt Brahms Ungarische Tänze, kommt jetzt aus der ungarischen Volksmusik? Wie ist das für dich? Also ich glaube, dass ich schon eher ein bisschen intuitiv musiziere. Gefühlsmäßig, ja. Aber trotzdem, wenn ich dann auf irgendwelche Querverbindungen, Hintergründe draufkomme, dann erschließen sie manchmal schon für mich total neue Tore und denke mir, ah ja, genau. Und genau, was du ansprichst, dass diese verschiedenen Nationalitäten ja alle deren Volksmusik mitbringen. So ist es, ja. Und es ist ja schon so, dass die böhmische Volksmusik, die ungarische Volksmusik, slowakische Volksmusik bis hin zu, keine Ahnung, Volksmusik aus Skandinavien, wenn du Krieg ansprichst, dass das, glaube ich, schon eines ganz, ganz wesentlich gemeinsam hat, nämlich ein etwas Musikantisches. Ja. Ja? Also das bedeutet für mich, dass es nicht zwangsläufig den Umweg über den Kopf braucht, sondern auch manchmal direkt in die Beine oder ins Herz darf. Oder vom Bauch kommen kann. Genau, sozusagen im wahrsten Sinne aus dem Unterleib musizieren. Ja. Also ein bisschen einfach... was man gerade spürt, was man gerade genau. bei dem genau, und da spielt es eben keine Rolle, woher, aus welcher Ecke man kommt. Ja. Ja. Und das erlebe ich schon in unserem Orchester immer ganz, ganz speziell, abgesehen natürlich von vielen klanglichen vielleicht Einzigartigkeiten, die wir das Glück haben, in unseren Reihen zu haben. Aber den Zugang dieses unmittelbare, das anpackende Musizieren, das manchmal eben nicht zwangsweise den Umweg über den Kopf braucht, sondern so mal direkt in die Beine darf. Ja. Und das finde ich das ist sehr schön formuliert. Ja. Ich habe gleiches Gefühl irgendwie, dass das beides sein darf. Kopfsache und manchmal einfach auch eine einfach gefühlsorientierter Zugang. Matthias, danke dir sehr. Ich habe das jetzt sehr genossen. Ich könnte noch mit dir ewig weiter sprechen. Vielleicht magst du abschließend noch ein Beispiel nennen. Fällt dir spontan eine Aufnahme ein oder ein Komponist? Die Zuseher haben das immer ganz gern, wenn man zu der Person, die man sieht, auch vielleicht irgendeinen Komponisten verbinden kann, den man dann auf Adagio vielleicht hören kann, eine Aufnahme der Wiener Philharmoniker. Fällt dir irgendwas ein oder ein Stück, mit dem du besonders viel verbindest in den Anfängen des Orchesters? Irgendetwas, was dir sehr nahe ist, wenn es auch einfach nur ein Werk ist oder ein Komponist? Das ist natürlich, die Fragen kenne ich
Du auch wahrscheinlich, ja. Ist immer so schwer. Ist schwer, da irgendwie auf, sich vor allem eine Sache zu spezialisieren. Ja. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist irgendetwas, was du so im ersten Jahr, was dir hängen geblieben ist, was du gespielt hast, wo du dich auch sehr, vielleicht auch sehr vorbereitet hast darauf und wusstest, dass das ist sehr wichtig, oder ist es irgendeine Oper, auf die du sehr viel Fokus gelegt hast? Oder liegt dir ein Komponist besonders am Herzen? Boah, das sind das Schwierigste. Wirklich schwer zu beantworten. Also ich glaube, wir haben ähnliche Leib- und Magenstücke, weil wir einfach durchs Instrument natürlich die ähnlichen Stellen und Sachen. Was spielst du zum Beispiel gern? Welchen Komponisten findest du, oder wer hat die Klarinette besonders gut einsetzen können? Ich sage wahrscheinlich genau das Gleiche, was du sagen wirst. Ja, wahrscheinlich. Also, ich meine, als Beispiel, wo ich finde, wo es ein fantastischer Komponist ist und ich liebe die Musik, ich bin ganz heiß drauf, aber ich finde, dass er die Klarinette nicht so gut eingesetzt hat, ist zum Beispiel Janacek manchmal. Ich finde, er hat manchmal Stellen drin, wo du denkst, also das kann doch jetzt nicht für mein Instrument komponiert sein. Das ist teilweise so hoch und so furchtbare Verbindungen. Ja. Nur als Beispiel jetzt so quasi das Gegenteil. Und dann gibt es, finde ich, wieder wahnsinnig viele Komponisten, die genau wussten, glaube ich, oder die auch vielleicht selber spielen konnten, wo dann die Klarinette sehr gut eingesetzt war. Also sozusagen, um ganz klassisch zu sprechen, und ich glaube, da geht es da ähnlich, also wenn man ein Mozart-Klarinettenkonzert oder ein Mozart-Quintett spielen darf, jetzt sozusagen wirklich auf unser Instrument gemünzt, das ist, glaube ich, schon was einfach unübertroffen ist, nach wie vor. Aber im symphonischen Repertoire oder im Opernrepertoire, also symphonisch, finde ich einfach, wenn wir Mahler-Symphonien spielen, obwohl wir da manchmal vielleicht gar nicht so prominent eingesetzt sind, aber dort, wo es eingesetzt ist, wo wir vielleicht einmal einen neckischen Landler spielen dürfen in einem Scherzo-Satz von einer Mahler-Symphonie, da habe ich mir gedacht, boah, der wusste schon, woher das kommt. Ja? Auch wieder die Volksmusik eigentlich. Da genau, aber auch Stravinsky oder was nicht, bei Petruschka oder irgendwo, wo dann irgendwelche Motive kommen, die wo ich mir denke, das ist jetzt Klarinettenmusik, ja? Das ist eben ein Landler oder ein Walzer oder vielleicht auch mal ein Polka. Und ja, ich tue mir wirklich so schwer, da irgendwas rauszupicken. Aber da wollte der Komponist tatsächlich die Klangfarbe der Klarinette haben und wusste auch genau, wie er sie einsetzen kann. Absolut, da bin ich überzeugt. Ich glaube, die haben das auch wo aufgeschnappt. Ja, also, vielleicht eben tatsächlich von zufällig gehörten Volksmusikanten, und das wurde dann 1:1 in eine große Symphonie einfach eingebaut. Ja. Sehr kunstvoll, aber wahnsinnig geschickt. Spannende Themen. Matthias, danke dir. Wir sind, glaube ich, wir haben alles besprochen. Wir könnten natürlich noch viel mehr besprechen. Aber ja, du kommst einfach am Bahnhof, kriegst dann... Ich komme am Bahnhof, da reden wir dann weiter. Kameras sind dann nicht dabei, da kommen andere Themen. Vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören. Wir sehen uns hoffentlich wieder nächste Woche bei einer anderen Folge, wenn ich einen anderen Kollegen von meinem Orchester treffe und mit ihm ein kurzes Gespräch führe, und das Ganze natürlich auf iDarjo Live.